So, finden wir hier... Ah, ja, hier ist eine Stadt. Die war einfach nicht angezeigt. Sie war nicht in der Nähe der Ressourcen. Noch mal viele Bauern. Da ist eine Kirche. Oh. Mit einem Wald einen vergessen? Wer an der Ketzerei der Lolla teilhat, der möge unverzüglich herauskommen. Keine größere Gabe haben wir von Gott, als in seinem Dienst zu sterben. Für den Thron. Hm. Unser einstiger Verbündeter, Sir John Oakland. Ja, Milord. Man ließ uns wissen, dass er der Vater dieses wüsten Treibens gegen Krone und Kirche sei. Sein Tod wäre zu wünschen. Wir werden angegriffen. Dient es der Gerechtigkeit wohl mehr, ihn als Ketzer im Tower von London anzuklagen. Sir, irgendwas hier. Was ist mit dem Typen? Töten Sie oder fangen Sie ihn irgendwie, um eine größere Belohnung zu erhalten. Erst danach ist die Rebellion offiziell zu Ende. Wie fange ich ihn denn? Folgt er mich einfach? Ja, ich kann ihn jetzt hier zum Tower von London bringen, hä? Für den Thron. Wir werden angegriffen. Ja, Milord. Schwertkämpfer vorwärts. Wo ist das da? Milord, mit ganzem Herzen. Wo sind die Hinterbliebenen hier? Mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen. Ja, Milord. Für Ruhm und Ehre. Mit ganzem Herzen. Ja, Milord. Droht den Heiden. Schwertkämpfer vorwärts. Für Ruhm und Ehre. Mal meine Leute geklaut. Mit ganzem Herzen. Wir werden angegriffen. Droht den Heiden. Schwertkämpfer vorwärts. Okay. Er verfolgt also die Leute irgendwie. Wie ich das feststelle. Mit ganzem Herzen. Trittst du ein? Tod den Heiden. Mit ganzem Stellen sie sich einfach im Tower von London. Nicht mehr Belohnung. So. Es geht. Ja. Wir werden angegriffen. Weiter. Schwertkämpfer vorwärts. Drück ihn einfach nur nach vorne gerade. Stets zu Diensten. Ja, für den Thron. Wir werden angegriffen. Für den Thron. Ja, Milord, mit ganzem Herzen. Stets zu Diensten. Hallo? Mit ganzem Herzen. Für den Thron. What? Fangen Sie ihn. Ja, dachte ich, muss ihn hier zum Tower bringen. Mit ganzem Herzen. Wir werden angegriffen. Mit ganzem Herzen. Hier rüber zu dem Tower? Wenn er jetzt nicht will, dann töte ich ihn halt. Man, das ist halt so. Tod den Heiden. Mit ganzem Herzen. Ja, Milord. Tod den Heiden. Wir werden angegriffen. Stets zu Dienst. Mit ganzem Herzen. Ja, Milord. Für den Thron. Ja, Milord. Mit meiner Ehre. Wir werden angegriffen. Nee, irgendwie er will nicht. Ja, mit ganzem Herzen, Milord. Tod den Heiden. Hä, whatever, natürlich ihn jetzt. So geht mein alter Freund dahin. Ich. Wären ihm König und Buck William teurer gewesen als seine törichte Philosophie. Na gut, wir haben Punkte gekriegt. Was aber wichtiger ist, bringen Sie König Heinrich in den Tower von London zurück.
Okay, das haben wir. Gut. Just traf ein Botschafter aus Frankreich ein. Soll er wohl eintreten, Lehnsherr? Noch nicht. Manch gewichtiges Problem, das uns und Frankreich betrifft und unsere Stirn umwölkt, sollt wohl geklärt sein, ehe wir ihn sehen. Gottes Engelschöre mögen euren heiligen Thron geleiten und ihn euch lang erhalten. Wir danken euch, gelehrter Lord. Wir bitten euch, fahrt fort und legt uns rechten Gesetzes und Glaubens dar, ob Frankreichs salisches Gesetz wohl auf unseren Anspruch Einfluss haben mag. Denn niemals ging es ohne Blutvergießen ab zwischen zwei Reichen, unschuldigem Blut, dass jedermann ein Greuel, ein bitterer Vorwurf gegen jenen, des Unrecht alle Schwerter führt, die kurzer Sterblichkeit ein Ende setzen. Ein Einwand nur mag gelten gegen euer Hoheit Anspruch. Dieser, kein Weib, soll erben Salisch Land. Salisch ist nun aber das Land, das Frankreich unrechtmäßig für sich fordert. Und doch bestätigen ihre Schriftgelehrten munter, dass Salisch Land in Deutschland liegt, zwischen den Fluten von Saale und Elbe. Sonnenklar ist, König Pippins Besitzrecht und Hugh Capits Anspruch scheinen alle dem Recht der Weiber zu entsprechen. So halten's die Franzosenkönige bis heute. Doch wie wollen sie dies salische Gesetz zur Geltung bringen gegen eurer Hoheit Anspruch? Können wir den Anspruch rechtens geltend machen? Die Sünde auf mein Haupt, allmächtiger Herrscher. Im Buch der Zahlen steht geschrieben, stirbt der Mann, soll der Tochter das Erbe zukommen. Großmächtiger Lord, besteht auf eurem Recht, besinnt euch eurer stolzen Ahnen und lasst das blutige Banner wehen. Besucht das Grabmal eures Ururahnen, mächtiger Lord, des Abstammung ihr euch rühmt. Seinen und eures Großonkels, des schwarzen Prinzen Edwards Kampfgeist zu beschwören, der einst die Großmacht Frankreich auf dem eigenen Boden schlug. So ruft die Botschafter des Dauphin herein. Unser Entschluss steht fest. Mit Gottes und eurer Hilfe, der edlen Quelle unserer Macht, soll Frankreich uns gehören. Wir formen es nach unserem Willen oder brechen es. Bereit sind wir nunmehr, das Anliegen unseres Vetters Dauphin zu hören, der uns den Gruß entbietet, wie man hört, nicht der König. Hoheit! Jüngste Sendschreiben nach Frankreich machten Anspruch geltend auf Herzogtümer, die eurem Vorgänger Edward III. Gehörten. Als Antwort lässt mein Herr, der Prinz, bestellen, noch jung an Jahren seid ihr, und er rät euch, nichts sei in Frankreich mit einer flinken Galliarde zu gewinnen. Kein Herzogtum dort könnt ihr so einfach haben. Darob schickt er euch diese Schätze und fordert dafür, dass ihr den Herzogtümern abschwört, denen euer Anspruch gelten soll. So spricht der Dauphin. Was für Schätze, Finn? Tennisbälle, Lehnsherr! Wir freuen uns, dass der Dauphin so freundlich zu uns ist und danken für Geschenk und Mühen. Haben wir Schläger erst bereit für diese Bälle, so werden wir in Frankreich und mit Gottes Hilfe ein Spiel wohl spielen um die Krone seines Vaters. Sagt ihm, mit einem Kämpfer will er sich wohl messen, der alle Höfe Frankreichs wird erschüttern. Und nun schafft er sich vor. Dies war eine heitere Botschaft. Wir hoffen, der Sender mag daran ersticken. Daher, Lanz, lasst keine Stunde ungenutzt verstreichen vor unserem Aufbruch. Denn kein Gedanke, außer Frankreich und an Gott, bestimmt mehr unser Denken. So lasst uns den Tribut schnellstmöglich sammeln für diesen Krieg und alles, was mit hinreichender Schnelle uns fürderhin von Nutzen sein mag. Bei Gott. Vor seines Vaters Haustür wollen wir ihn züchtigen, den Dauphin. Macht unsere Truppen gleich in Portsmouth wohl bereit, wo hastig wir nach Frankreich segeln wollen. Ja, das war extrem lang. Der Text ist vielleicht noch gar nicht vorbei. Doch, sieht so aus. Ja, weiß nicht, ob wir jetzt nach Frankreich sollen. Klingt so, oder? Wir müssen raus. Den Herzog von Westmont, erstmal bauen sie ihre Armee auf und schicken sie alle Einheiten nach Portsmouth, wo sie automatisch auf Schiffe verladen werden. Bis ihre Bevölkerung Limit erreicht, kann die Flotte segeln. Sogar Nichtkämpfer sollten verladen werden, okay? Der Herzog von Westmont
Westmoreland muss überleben. Mein Verbündeter, oui. Ja, oui. Oh, guck mal. Wer macht jetzt mit? Erzbischof von Canterbury kommt natürlich nicht mit. So, wir sollten auch nicht Kämpfer mitnehmen. Laut dieser Anweisung. Mit meiner Ehre. Mein Verbot den Heiden. Oui. Aber erstmal gucken wir jetzt, ob es da unten irgendwie Gegner noch gibt. Dahin. Brauchen wir nochmal welche? 5 Stück. Brauchen noch 2 Katapulte. Und Reiter. Ja, ich denke, das ist unsere Armee. Mein Verbündeter mit meiner Ehre. Mal schauen, wie viel davon wir tatsächlich dann mitnehmen können. Tod den Heiden. Mein Verbündeter. Wir müssen jetzt mal den Port finden, ne? Dann versammelt und an Bord. So mögen unseren Feldzug wir beginnen. Wohlan, Gebieter. Ja, nehmen wir die auch alle mit, oder wie? Die anderen Arbeiter hier? Ja, unverzüglich. Gut. Den nochmal ab. Eigentlich reichen an Leuten. Ja, Milord. Tod den Heiden. Alle Mann hier runter. Für den Thron. Gut. Mit ganzem Herzen. Dann die Belagerungsgeräte. Zack, zack. Zack. Eben. Ja, Milord. Komm, ich setze jetzt aber den Sammelpunkt dahin. So, alle Mann aufs Schiff. Die Hälfte unserer Truppen sind an Bord. Sind unsere restlichen Soldaten hier am Dock von Portsmouth, dann sind zum Aufbruch wir bereit. Er redet echt wie hier, als würde er in Shakespeare mitspielen, irgendwie Hamlet mitspielen oder so. Aber naja. Einen Ritter können wir noch bauen. Kommt noch ein Belagerungsturm. So. Muss noch ein bisschen warten. Neunundvierzig haben wir. 52, 54. Ja, passt. Denke ich mal. Wenn man das gewusst hätte, hätte man die ruhig schon mal vorher ausbilden können. Vielleicht wird das die längste Kampagne, die wir haben. Ich glaube, bis jetzt war die längste die Troja-Kampagne, weil wir da nicht so genau wussten, was wir tun sollten. Aber die hat Potenzial. Die andere war irgendwie ein bisschen länger als eine Stunde. Irgendwie war ja 3 Folgen. Aber die letzte Folge war nicht besonders lange. Hier sind wir jetzt schon die Hälfte in der zweiten Folge drin, ne? Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir können einen Langschwertkämpfer bauen. Wie sie einfach rumhängen hier mit dem Typen. So,
noch zwei Bogenschützen danach, wie das aussieht. Dann haben wir alle. Da müsst ihr natürlich noch ankommen. Also, lehnt euch zurück, macht euch einen Tee. Ich habe leider keinen Tee gemacht. Dafür essen wir bald. Wie Couscous und Lauch und Sellerie. Ich gesund heute Abend unterwegs. Aber erstmal müssen wir jetzt die Normandie einnehmen. Das ist einfach die Last eines Königs, wisst ihr? Dass man einfach auch mal seinen Couscous und seinen Lauch wann anders isst, weil man erstmal Frankreich einnehmen muss. Versteht man erst, wenn man tatsächlich auch die Würde eines Königs hat. Was das für Probleme sind, die man da so alle hat. Frankreich einnehmen oder essen? Was ist jetzt was macht man jetzt? Müssen wir auch aktiv segeln oder spawnen wir dann einfach? Es sieht ein bisschen eher so aus, als würden wir einfach spawnen auf der anderen Seite. War krass, dass man tatsächlich gezwungen wird. Wir haben mehr gebaut als das Bevölkerungslimit. Mal schauen. So, der wird gleich eingeladen. Das war der 60. So. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier hinten noch irgendwie einer rumsteht oder so. Alle dabei. Ja. Den haben sie irgendwie beim Zählen vergessen. Okay, wir segeln los, Leute, endlich. Nun endlich können wir mit aller Kraft unserer gerechten Sache dienen. Lasst die Flotte segeln. Die Stadt Harfleur liegt eine kurze Strecke im Nordosten. Unsere Mission, Frankreich zu erobern und Dauphins Schmähung zu vergelten, beginnt hier. Seid unbesorgt, Majestät. Die fest entschlossenen Englands sind bereit. Okay. Vernichten Sie alle gegnerischen Gebäude in Harfleur. Das sieht so aus, als wäre das Harfleur. Okay, das sind einfach nur Steine, aber ich vermute mal, das ist Harfleur. Was alles... Was sind denn alle Soldaten hier? Können ja nachkommen, diese Bürger. Zack. Tod den Heiden. Mit ganzem Herzen. Für den Thron. Mit ganzem Herzen. So. Wo sind die Türme von Fleur? Affleur. Irgend so was. Wo sind sie? Mit ganzem Herzen. Es ist schon nicht so schwer sein, diese Stadt zu finden, oder? Tod den Heiden. Mit ganzem Herzen. Für den Thron. Mit ganzem Herzen. Tod den Heiden. Was ist das? Mit ganzem Herzen. Warte mal, was müssen wir machen? Vernichten Sie alle gegnerischen Gebäude in Harfleur. Ist das gar nicht Harfleur, wo wir hier hingeritten sind? Harfleur könnte natürlich auch auf der anderen Seite, ups, der anderen Seite von uns liegen. Mit ganzem Herzen. Aber wie finden wir das raus? Gucken wir jetzt noch mal kurz auf der anderen Seite von dem Dorf, ob da jetzt irgendwie eine Feste kommt. Wenn nicht, sagen wir,
Wir können ja gucken. Das war London und Harfleur ist ein bisschen rechts davon. Ja, so da. Okay, wir sind einfach in die falsche Richtung geritten, so wie das aussieht. Na gut, keine Ahnung, was das hier für ein Ort ist. Gucken jetzt erstmal nicht nach. Wir wollen ja hier die Mission auch mal irgendwann schaffen. Auch geil, dein König reitet erstmal so, ja, wir nehmen Frankreich ein. Reitet erstmal komplett in die falsche Richtung. Oh, er will nicht. Die müssen ein bisschen zu eng. Alle wollen am Strand gehen. Die Füße ins Wasser halten. Ich nachvollziehen. Kann die nachvollziehen, Leute. Aber das sieht so aus, als müssten wir Harfleur einnehmen. Dann vielleicht irgendwas in Harfleur bauen. Und dann diese anderen drei, vier Dinger irgendwie abreiten. Um irgendwie unser Ankommen zu verkünden oder irgend sowas. I don't know. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gefährlich aus. Ja, das machen wir. Ist hier jemand in Harfleur? Das ist ein Turm. Okay. Guten Tag. Schieß bitte die Mauer auf. Und Feuer! Wie Bock. Ja, okay. Dann dahinter den Turm auf jeden Fall. Aber wir kriegen ein paar Gebäude. Wir müssen nicht alle Gebäude kaputt machen. Die sehen nicht so aus, als müssten wir kaputt machen, weil die so ein Blau haben. Hier scheint noch ein Turm zu sein. Wäre gut was zu tun. Gut, dass wir Katapulte gebaut haben. Das wäre richtig kacke ohne Katapulte geworden. Zack, zack. Noch zwei Salben, oder? Dann sind wir, glaube ich, durch. Oh ne, wir sind durch. Hat gar kein Harfleur gar keine Gegenwehr hier? Der geht wenigstens schnell kaputt. Oh, da kommen welche. Alle Mann durch. Oh, in sein Gesicht. Aber wir warten jetzt einfach ein bisschen hier. Irgendwann treffen wir welche. Zack. Hopp, raus mit euch. Boah, wie viele Leute da rauskommen. Kommen da jetzt noch Leute nach? Oh, wir machen mal die Gebäude kaputt. Ich habe das Gefühl, da kommen Leute nach. Wohl, das könnte es jetzt gewesen sein, ne? Ja,
Ja, da kommen doch mal Leute raus. Au! Das war schon unnötig. Die Beute haben wir gleich. Da haben wir ihn vergessen hier unten, glaube ich. Ein Bogenschützen. Hä? Machen wir da so wenig Schaden? Irgendwie nur jeder zweite Schuss. Merkwürdig. Das Dorfzentrum ist immerhin gleich kaputt. Wie die Bogenschützen einfach weiter schießen als der Turm. So, okay. Das Zeichen, dass Frankreichs Armee nicht weit entfernt unserer Harre. Kommt, Vetter. Auf nach Nell. Wo wir den Gegner erspähen und unsere Strategie planen können. Wie? Wo sind unsere Leute? Für die Krone. Achso, wir können einfach gar nichts benutzen. Okay. Ich dachte schon, wir haben alles verloren. Vernichten Sie alle gegnerischen Gebäude in Harfleur. Bringen Sie Heinrich Herzog von Westmoreland sofort bei Nestlé. Okay, also hier drüben. Für die Krone. Okay. Schauen, was wir noch alles machen müssen. Wir reiten jetzt erstmal dahin. Wenn dann noch eine Aufgabe kommt mit machen sie alles kaputt, müssen wir auf jeden Fall noch eine neue Folge anfangen. Das dahin reiten machen wir aber auf jeden Fall in der Folge noch. Ja, das lohnt sich ja dann da schon nicht. Nur noch die Credits irgendwie als Folge zu haben oder so. Eine schneller als der andere? Nö. Stimmt, wir wollen ja auch noch zu unserem Grab, stimmt's? Also nicht zu unserem Grab. Das wäre schlecht. Nee, zu dem Grab unserer Vorfahren. Okay. Es wird dunkel. Mach ich mich auch mal dunkel. Das ist eine große Armee. Sehr episch aufgezogen, diese Kampagne. Die Franzosen sind zum Kampf gerüstet. 5-1 die Überzahl. Und alle ausgeruht. Wo hätten wir doch hier 10.000 dieser Männer in England, die heute kein Werk verrichten? Nein, wenn wir sterben sollen, ist groß genug so unseres Landes verlust. Und leben wir trotzdem, so größer ist der Ruhm. Diesen Tag nennt man das Fest des Christinus. Ei, Milord. Wer diesen Tag überlebt, der soll im Alter alljährlich ein Fest geben und sagen, morgen ist St. Crispinus. Dann soll er die Narben an seinem Arm zeigen und sagen, diese Wunden sind vom Crispinustag. An seinen Sohn soll der gute Mann dann die Geschichte weitergeben, auf dass man bis ans Ende der Welt an Crispinus stets unserer gedenken soll. Uns wenige Glückliche, uns Schar von Brüdern. Dann sterbe, wer nicht freudig in die Zukunft schaut. So wünscht ihr keine weitere Hilfe Englands mehr? Gottes Wille geschehe. Könnte nur ihr und ich allein, bar fremder Hilfe, die königliche Schlacht gewinnen. 5.000 Mann habt ihr nun abgeschworen. Was besser mir gefällt, als wünschtet ihr uns ein. Die Männer sind vergattert. Gott möge mit uns sein. Ja, es scheint noch weiter zu gehen.
Eliminieren Sie den Großteil der französischen Armee bei Agincourt. Okay, das werden wir machen.